dass keine Creeper einen töten. Das ist so nervig mit den Viechern. Aber das mit den Mobdrops rausschieben ist cool. Auch wenn, wie gesagt, die Falle ja nicht sonderlich effektiv ist. Aber naja, wen interessiert das schon? Also, das vorne hier ist nicht sonderlich effektiv. Das macht direkt Spaß. Ich hätte gern von den Zombies mal wieder eine Karotte. Oder ein paar Rare Drops oder so. Boom. Die dämlichen Spinnen sind so doof. Wenn ich was zwischen höre, muss ich immer zurückgehen. So, wow. Alle abhauen, bitte. Wo zum Teufel sind diese Spinnen? Ich bräuchte mal was. Ich bräuchte mal ein Anti-Spinnensystem. Ich glaube, ich könnte natürlich ein Anti-Spinnensystem einbauen. Nachteil ist, ich müsste dafür schon wieder auf Peaceful stellen. Wow. Okay, so viel zu meinem Kolben. Dämliche Viecher. Ich hasse das. Warum müssen die mir das ständig antun? Gut, dann platziere ich da ein Stück Wolle. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Nahrung. Scheiß Creeper. Ständig explodieren da diese Drecks-Creeper drin. Und ich kann leider nicht beantworten, wo, warum. Ah, da ist uns ist meine Karotte. Puh, das war ganz schön knapp jetzt mit dem Essen. Kartoffeln lohnen sich eigentlich schon mehr auch anzubauen, als das bisschen, was ich bisher habe. Aber, naja, wir wird's sehen. Ja, oh Mann, haltet euch ran. Aber diesmal ist nicht so viel explodiert wie beim letzten Mal. Ach, Enderman. Hallo, Mr. Enderman. Schön, dich gesehen zu haben. Gibt's eigentlich ein Endportal? Normalerweise kann ich die Gegner auch so töten mit der Faust. Normalerweise sollten die nicht mehr so viel aushalten. Normalerweise sollte ich die Gegner sogar so töten. Und dann rangehen und snipen. Bam, weil die einfach jedes Mal durch einen Schuss draufgehen. Das Problem ist, dass die Bögen, die Skelette droppen, meistens nicht so sonderlich gut sind. Aber es macht Spaß. Also ich bin der ultimative Sniper, man sieht's ja. One hit, one kill, no cheat, just skill. Wichtig ist nur, dass man die Enderman nicht trifft. Die sollen neuem auch sich dahin teleportieren können, wo sie nicht hinschauen können. Das warst doch nicht du, Enderman, den ich angegriffen habe, oder? Ich fühle mich so bedrängt. Oh, keine Ammo mehr. Scheiße. Nehmt sie auseinander. Enderman, nehmt sie auseinander, tötet sie. Sie wollen euch töten. Wieso ist dieser scheiß Skelett schon wieder explodiert? Creeper meine ich. Wieso ist dieser Creeper explodiert? Das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil ich komme nicht drauf. Sie haben auf jeden Fall wieder ein richtig schönes Loch hinterlassen. So, ich werde hier auf jeden Fall mal die Dings hier ein bisschen erhöhen. Ich brauche mehr Kabelstein. Ich sag's immer noch, ich habe doch eigentlich gesagt gehabt, dass ich das weiß, dass ich das nicht mehr ausspreche.
Es ärgert mich, dass ich mir diesen Peaceful stelle, aber es hilft nichts. Das ist die Spinnenbremse. Ich sollte die eins tiefer nehmen. Und gleichzeitig die Enderman, der Enderman-Stopp. Normalerweise, wenn ich das so mache. Weil normalerweise können hier die Gegner nicht explodieren und nix. Ich glaube, ich gehe sogar noch eins höher. So. Das passt. Jetzt muss ich nur die Blockade noch wieder eins höher nehmen. Eigentlich kann ich es auch abnehmen. Nö, damit fände ich das Enderman reinkommen. Was? Ist doch wurscht. Ob da jetzt mein Enderman dazwischen ist oder nicht, macht keinen Unterschied. Ich könnte. Doch, doch, so sollte es wieder funktionieren. Optionen. Easy. Keine Creeper-Explosion mehr, bitte. Danke. Was natürlich auch noch eine Idee wäre. Wo sind meine Eimer? Da. Ist, dass ich da drüben, da hinten. Das Problem ist, dass ich da zu weit nach hinten gehen muss. Das mache ich aber trotzdem mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sollte hier eigentlich recht gut funktionieren. Jetzt habe ich keinen Block mehr. Egal, dann nehme ich meinen Wollblock. Und jetzt bräuchte ich hier eigentlich meine Fackel noch dahinter. Theoretisch sollte das die Gegner jetzt ganz nach vorn spülen. Das sorgt dafür, erstens, dass es da drin schön hell ist. Zweitens, dass Creeper nicht explodieren sollten. Und noch jede Menge andere coole Sachen. Wir werden sehen, ob das so funktioniert, wie ich das erwarte. Ich nehme jetzt einfach nochmal ein Schwert raus und versuche das jetzt nochmal einfach da. Und zweitens sorgt es für alle EP-Drops und alles, das zu mir kommt. Das lohnt sich direkt. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre, dass ich zwei Obsidian hole. Dazu brauche ich ein bisschen Holz. Mit Holz kann ich Obsidian gut herstellen. Habe ich zufällig Dings dabei? Nö, dann pflanze ich das mal anders nach. Hey, Zombie, bleib da drin. Habe ich den wieder verloren? Diesmal nicht. Das und zwei Obsidian, dann brauche ich noch ein Stück Glas. Glas, Obsidian, Obsidian. Jetzt brauche ich nochmal eine bestimmte Sache und zwar jeder, der sich auskennt, weiß, was ich baue, nämlich eine Kiste. Weil dann kann ich nämlich hier. Und platziere hier eine Kiste und hier ein Obsidian-Pipe. Und damit brauche ich mich um das Lagern von den Sachen nicht mehr kümmern. So. Ein außergewöhnlich gutes System für Mobs sammeln. Jetzt haben wir eine effektive Farm. Problem ist nur, dass die EP-Kugeln mich ein bisschen nerven. Die Creeper und das Zeugs. Ich bräuchte hier mal was Anti-Spinne. Ein wenig Anti-Spider. Ich
glaube, wenn ich da eine Damage Pot reinhau. Dämliche EP-Orbs. Wenn ich mich da hochbaue, werde ich garantiert runtergeschossen. Bei dieser dämlichen Spinnennerven. Ja, ich werde auf jeden Fall runtergeschossen. Ich muss da unbedingt mal was gegen Spinnen tun. Aber ich weiß noch nicht was. Eventuell werde ich da mal aufmachen, dann einfach einen Dings killen. Zerstörter Bogen. Okay, kein ganz zerstörter Bogen, aber ein fast zerstörter Bogen. Leute, wie viel EP-Drops haben die eigentlich? Also, es ist ein guter EP-Grinder. Und man kriegt auch alles mögliche andere Zeugs, aber das meiste ist halt ziemlich nutzlos. Und ich habe ein ziemliches Scheißproblem mit diesen dämlichen Spinnen. Da sollten theoretisch nur Spinnen hinkommen. Ja, damit dürfte ich mein Spinnenproblem theoretisch beseitigen können. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht runtergeschossen bin. Wie viele Spinnen sind denn da eigentlich drin? Weil die versuchen immer zu mir zu kommen und gehen sie gegen die Wände. Vor allem, dass sie nicht draufgehen. Ich hasse die Skelette dafür. Dass sie das immer wieder machen. Sind da viele Gegner, das ist einfach so cool. So krank. Ich sollte das Loch, wo die Gegner runterfallen, nach hinten verlegen. Und die EP-Orbs nerven mich. Die nerven mich sowas von. Ich töte doch hier nur die ganze Zeit Spinnen, oder? Aber es wären weniger Spinnen. Und die EP-Orbs sind nervig. Erfüllt. Okay, jetzt sind sie weg. Zum großen Teil. Gut, dann kann ich ja wieder hier unten mal ein bisschen zerlegen. Knochen haben wir bald genug, da können wir eigentlich auch ein Farming-Modul bauen. Ein Fertilizer-Modul. Ja, hallo, EP-Orbs. Theoretisch sage ich ja nichts, aber... Die sind nervig. Ich muss mal kurz rausloggen und wieder einloggen. Gut, es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Wow! Wie kommt diese Spinne hier raus? Kann mir das niemand sagen? Warum nicht? Gut. Ach, von hinten können Spinnen kommen. Weil da ist auch irgendwie eine hingekommen. Ist ja nicht so, als wäre da Wand oder so. Eine weitere Karotte. Schön. Ich glaube, ich brauche einen Kabelstein mehr, als ich mitgenommen habe. Sonst bin ich hier wieder bei den Skeletten. Wie kann der da zum Teufel mich sehen? Ich war doch nicht mal mehr da. Okay, ich nehme das jetzt nochmal auseinander. Gut, das System ist also nicht effektiv, weil wir zu viele Spinnen haben. Das heißt, ich brauche mal ein bisschen Slabs, weil Slabs sollten verhindern, dass Spinnen spawnen können. So. Mit Slabs verhindert man das nämlich im Normalfall. Okay, jetzt brauche ich noch mal einen Stack, um mich hochzubauen.